Und Joe Scheel mit einem Sprungwurf zum 15:14 für Rostock. Und die Mannschaften nun wieder vollständig auf dem Feld. Schön auf den Außen rausgespielt von Wenske. Aber Schimmler kann ihn nicht verwandeln, so bleibt es beim 14:15. Und Benny Holz aus dem Hintergrund zur 2-Tore-Führung für den HC Empor Rostock, 14:16. Und schön setzt er sich durch, Björn Wenske zum 15:16. Und Benny Holt scheitert an Erik Quentnau. Und nun die Chance für Post zum Ausgleich. Neuer Anlauf jetzt mit zwei Kreisspielern bei Porsche Berin. Alex Wirthos mit dem Wurfversuch. Er scheitert an Johnny Hagen und der Konter über Scheel läuft und Scheel verwandelt zum 15:17. Und 7-Meter-Entscheidung für den SV Post Schwerin. Björn Wenske setzt sich da schön durch, holt den 7 Meter raus. Ein 7-Meter-Punkt tritt nun Rudolf Schulz für Post Schwerin gegen Johnny Hagen im Tor des HC Empor Rostock. Und Schulz verwandelt zum 16:17. Schön außen rausgespielt, aber Erik Quintenau hält den Ball von Außenposition und die Chance für Post zum Ausgleich. Schulz versucht sich da durchzusetzen, holt eine 2-Minuten-Strafe raus. Es trifft die Nummer 5, Christoph Kühn. Und damit Post Schwerin in Überzahl. Und
Da scheitert Björn Wenske an Johnny Hagen. Und so bleibt es beim 16-17. Martin Levin muss da kurz behandelt werden. Am Handgelenk. Aber er kann weitermachen. Und Benny Holz verfehlt. Das Tor und Angriff Post-Schwerin 2. Post-Schwerin A-Jugend, Entschuldigung. Und nun läuft der Konter für Rostock, aber sie brechen ihn ab. Bauen lieber auf. Sie sind in Unterzahl noch. Benny Holz verwandelt den Ball. Aber vorher abgepfiffen, deshalb Freiwurf für den HCM Rostock. Schöner Block von Post-Schwerin-U und der Konter läuft. Aber Lasse Schimmler kann den Ball nicht unterbringen. Johnny Hagen holt den Ball raus. 16-17, weiterhin der Spielstand. Rostock jetzt wieder komplett. Und 7-Meter-Entscheidung für den HCM Rostock. Und die Schiedsrichter korrigieren sich. 9 Meter Freiwurf für den HCM Rostock. Und Erik Quentnau entschärft diesen Ball von Paul Kevin. Aber der Konter, der Schweriner läuft ins Leere und dafür jetzt der Konter, der Rostocker. Und erneut bleibt Quentnau der Sieger in diesem Duell gegen Paul Kevin. Und ein schönes Tor von Hannes Lemke zählt jedoch nicht. Stürmerfoul entschieden durch die Schiedsrichter. Benny Holz wirft am Tor vorbei. Und damit erneut die Chance für den SV Post-Schwerin zum Ausgleich.